Aber es wird jetzt wird's richtig spannend hier langsam. Alter, ich habe gerade Damage bekommen, ganz viel. Ja. Oh, die spawnten sechste Stockwerk. Oh, oh, Feuer, oh Gott. Feuer auf dem BTC. Feuer auf dem BTC. Boah, wie auf welchem? Nicht unser Gebäude. Welcher Mob hat das gemacht? Auf unserem Dach. Okay. Ja, da, auf unserem Dach. Da kommst du her. Spinnen. Okay, ich komm rauf. Aufpassen, sie hinter mir plötzlich so ein Alter, Mob steht. Okay, da hat ganz schön viel hier genommen. Ganz viele Gott. Monster im Treppenhaus. Brauch Unterstützung. Brauch Unterstützung. Oh, ja, Stockwerk 5. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Invasion 3, zur dritten Folge. Und es sind wieder alle dabei von mir vom letzten Mal. Das heißt Ento, Alex, Robert, Klaus, Andy und Nico und ich. Und wir werden weitermachen wie vorher und hoffen, dass wir weiter weiterkommen. Was ist das für ein rotes Vieh? Hallo. Das ist Elmo. Ah, ist klar. Alter, ich bin dabei, mich hier vorzuarbeiten. Da ist ein Bauarbeiter, den machen wir ganz schnell weg. So, jetzt ist er weg. Oh, oh, Feuer, oh Gott, Feuer auf dem BTC. Feuer auf dem BTC. Boah, wie auf welchen? Nicht unser Gebäude. Dahin? Welcher Mob hat das gemacht? Das war der kleine rote Mob, der hat alles entzündet. Oh nein. Ach, der Brand, ja. Großes Feuer. Großes Feuer. Ja, aber jetzt können wir das die... wird sich nicht ausbreiten, aber es kann sein, dass es Unmengen an Monstern in den Tiefen des Gebäudes freisetzt. Also damit ist die Frage geklärt, ne? Feiertick ist an. Oh, ich seh's. Ja, ich seh's. Oh nein, die Roten, die entzünden Feuer. Da kann sein, dass wir... Oh Mann. Oh, du Scheiße. Aufpassen, sie hinter mir plötzlich so ein Alter, okay, der hat ganz schön viel hier genommen. Leute, wir Alter, haben eine Mission. Oha. Wir haben uns überlegt, Fackeln farmen zu gehen, also Holz zu holen im Wald und dann Fackeln draus zu machen. Im Wald. Wow! Oh, shit. Ist halt Achtung, die Frage, ne, da müsste man Kohle suchen und alles, also es wäre schon... Ah, Alec, David. Wäre schon so eine Sache. Ah, hallo. Da wären wir eine Zeit lang weg, ne, wenn wir das machen würden, da wären wir eine Folge weg. Da müssen wir schon weit laufen. Ich weiß, wo wir da hin können, aber... Wir sind ja eigentlich bei Allbäumen in der Nähe. Ja, aber man braucht doch für die Fackeln auch Kohle. Ach, stimmt. Ja, Holzkohle. Holzkohle, das Holz kann man verbrennen. Ja, gut, Geld kannst du auch verbrennen, also nicht mehr. Hashtag 1860 München. Okay, da jetzt auch noch David da ist, gehe ich mal wieder auf die Nordseite. Ja, ich kann hören, wie Glas zu Bruch geht. Block. Ein Daisy, eine Daisy-Rappenspot. Ganz viele Spinnen krabbeln an der Nordseite nach oben. Nordseite. Also gut, ich die muss... Die Viecher sind zu blöd, um das aufzunehmen, diesen Weg. Also ich höre jetzt Zombies im Gebäude. Oh Gott! Hi, möchtest du rüber? Oh, hey. Okay, nein. Es sind Mobs im Gebäude. Wo? Auf dem Stockwerk, wo ich bin. Moment, ich sag gleich welche Etage. Ah! Oh mein Gott! Erstmal direkt wegmachen. Diegel. Abnormaler Scheiß hier. Alter! Okay. Bei mir sind auch welche. Okay, ich war gerade auf Etage. Okay, eine Spinne ist ganz weit oben mein schon. Gott. Etwa 15. Stock in etwa. Etage 7 bin ich. Ah, sie kommt wieder runter. Der. Ja, komm. Oh Gott, schon Welle 20. Oh, überall ich höre 20 schon. Überall Leute. Ich krieg Besuch. Wo ist Besuch? Zombie im Treppenhaus begegnet. Ich hab im Treppenhaus Besuch. Ja, die dringen überall ein. Oh, auf der Nordseite sind einige gespawnt. Südseite oder Nordseite? Das ist die... Südseite. Oh Gott, auf dem Südseite. Ding. Südseite. Robert, es waren nur zwei Stück zum Glück. Oh mein Gott, was ist da los? Ich kann mal aufräumen, einen Moment. Oh shit. Die töten sich gerade wieder. So. Wenn die Diegel nützt mir gar nichts mehr. Okay. Diegel. Ich bin soweit auch wieder im Gebäude. Ich gehe jetzt hoch und hol mir mein Essen. Wow. Das sind kaputte. Da ist was beschädigt worden in dem Stockwerk.
Ist da schon wieder Zombies Mobs, hier drin. Es sind in welchen Mobs im Gebäude? Oh, oh, ich habe einen Zombie erledigt, der war dabei im Treppenhaus zu creepen. Ich höre hier ganz nah Schüsse. Noch mehr. Ich bin das, glaube ich. Welche Etage? Oh, oh, oh. Ich bin auf Etage 8. Ganz viele Monster im Treppenhaus. Brauch Unterstützung. Brauch Unterstützung. Oh, ich Stockwerk 5. Stockwerk 5. Okay, Unterstützung ist auf dem Weg. Unterstützung ist auf dem Weg. Ich bin weiter oben und hier geht die Hölle ab. Echt, Stockwerk bist du? Oh, shit. Lol. Oh mein Gott. Stockwerk 5. Wir haben viele Feinde im Treppenhaus. Ende. Ich bin im 11. Ich bin im 11. 17 habe ich auch Besuch. Ich komme nach unten. Einen Moment. Oh Gott, hier ist ja einiges schon kaputt. Wir haben viele Schäden im Treppenhaus, Leute. Pass auf. Ja, ich sehe es. Alter, oh mein Gott. Leute, okay, okay, Unterstützung die, ist da. Die creefen einfach überall. Es kann sein, dass irgendwann unsere Technik ausfällt. Die creefen einfach wahllos. Also eine Redstone-Leitung war schon freigelegt. Alex? Das sind Barbaren, Leute. Das Alex, Barbaren. Ich bin da. Hi. Ja. Das sind... Wir sind hier auch, Toni. Guck mal hier. Ja, das meinte ich. Ja, die zercreefen einfach überall. Oh. Die bauen sich einfach irgendwo rein, wahllos. Ich will gar nicht wissen, dass wir jetzt schon irgendwo reingebrochen sind. Nein, nicht noch wieder! Okay, ich bin am Arsch. Warte, ich hier komme. Hier oben auch, hier auch. Warte, ich renne in die Nordseite, Mist. Südseite spawnt andauernd neue Wellen, Leute. Das ist ich komme. Südseite? Ich bin gleich zur Verstärkung da. Südseite. Okay, verstanden. So, ich sehe Südseite. Ein Moment. Welches Stockwerk ist ratsam hinzugehen? Neuntes. Bisschen niedriger. Sechstes ist okay. Niedriger, besser. Ich bin ein bisschen weiter oben, deswegen. Okay. Okay. 7., 6. Stockwerk, ich nehme Position ein. Die spawnen 20. hier gerne, also es ist echt, das ist so ein Stockwerk. Also hier sollte man echt immer bleiben, ich glaube, wir wechseln mal ab, ne, David? Fuck. Ich komme dann auch mal runter. Ja, Leute, ne, das ist, jetzt kommt schon Wave 21, ne, das geht dann halt irgendwann haut's Alex, richtig rein. Es geht fix, ja? Ja, Robi. Ja, ich bin direkt hinter dir. Achso, hier, Robi. Kann es sein, dass der Regen nicht aufgehört hat, weil du weil du der Let's Cycle folgst? Ich hatte das eingestellt auf einen Tag Regen, ja. Achso. Oh, das war's erstmal. Lol. Bis zur nächsten Welle, ja. Oh Gott. Ich geh jetzt mal runter. Wer ist hier? Der hat die Schrotze überlebt? Lol. Also, das bist du. Nicht auf mich schießen, bitte, ja? Wave 21. Du sahst gerade wie ein Creeper aus. Wave 21, okay. Sorry, tut mir leid. Ja, das ist rechtfertigt alles. Okay. Oh, fuck, hoppala. Nicht funktioniert. Für eine sichere Plattform. Oh, ich treffe ihn nicht. Was ist hier los? Robert, kannst du ein bisschen auf den Nexus gucken? Achtung, die Spinne! Ja! Ich bin eigentlich gerade beschäftigt, aber ich kann gerne gucken. Oh Gott, ich werde mal hier durchpusten. Nexus ist noch sauber. Sehr gut. Was sind mir da zu viele? Erste Produktion läuft auch sehr gut. Also, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass unser Gebäude nicht zu stark beschädigt wird, hier, meine lieben Freunde. Ja. Kann sein, dass ich dich gerade da weniger angegriffen habe, tut mir leid. Ja, das kann sein, das stimmt. Ah, okay, ich bin an der Stelle, wo Klaus das aufgestellt hat, die Schilder mit Creeper-Schaden. Oh mein Gott. Wow, ziemlich lang her. Ja, das ist also ziemlich lang her, sagen, aber es ist ziemlich schwer beschädigt. Großer Freund von der 249 heute. Irgendwie, oh shit! Oh mein Gott, ja. Lol. Ich hab's gesehen, David, ich hab's gesehen. Boah, man muss sauber sich aufpassen, dass man von den Teilen nicht runtergeschickt wird. Toni und ich so an der Minigun hier an der Seite so. Okay, das war gerade ein Overkill mit den Teilen. Hi. Ja, ich bin da oben. Das ja, mal aufpassen. Es gibt schon so ein paar Löcher in dem Gebäude, das sieht sehr lustig aus. Hier vor allem. Okay, 15. OG hier ist soweit alles sauber. Ich glaube, ich wechsle mich mal mit David ab, oder? Ja, gerade geht's. Also, es wäre vielleicht nicht schlecht, vielleicht, wenn du so ein bisschen in der Nähe bleibst. Wenn es hier mal sehr. Ah, hier ist Alex. Aus der Hand geht, dass du hier ein Alex, ich glaube, ich hätte eine Idee für das Holz. Erzähl. Wir könnten das Mobiliar opfern, weil das besteht ja aus Holz. Ja, aber die in den Stockwerken über uns und unter uns, ne? Fünfte. Ja, oh Gott, hier sind Waffen. Dann gibt's auch weniger zum Brennen. Wir könnten auch die Konstrukte von den Mobs abbauen. Alter, die Mossberg, die macht ja übel schlechten Damage. Ja, die macht übel schlechten Damage, das stimmt. Ja, ich habe mich auch gewundert, muss ich sagen. Ich komme mal jetzt auch auf das Dings von... Ach ja, ist auch Tony auf dem EG. EG. Auf dem Erdgeschoss. Hallo? Ja. So, oh Gott, was geht bei OP. Dir da? Einen Moment. Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich bin schon zur Stelle. Jetzt also, da probiert doch ihr scheiß Minispinnen! Mein Gott, ich hasse Spinnen.
Also da müssen wir echt ein paar mehr Einheiten hinschicken zur Südseite, da geht immer mehr ab. Das ist das die Seite, wo das Gebäude ist? Südseite. Ja, genau. Ja, das schwarze neben dem Gebäude von WTC. Zu dritt hier, Mensch. So, jetzt gehst du dem Mobiliar und Kragen, weil ich hab jetzt eine Axt. So, Zombie. Ich komm mal zu dir. Äxte erweisen sich auch als hilfreich gegen Zombies. Ja. Ich hab ihn down. Es war nur ein Einzelner. Komm zu dir. Das sind ja auch noch kleine Minispinnen. Schweinzombie. Mir ist ein Schweinzombie begegnet im, der war definitiv kein normaler Mob. Und der diese war Schweine, ey. Ich hab halt wenig Falldamage. Ich hab jetzt nur ein Herz verloren. Hm, nicht schlecht. So, mal gucken. Muss ich mal wieder ein bisschen was zu futtern holen. Diese goldenen Äpfel schmecken zwar gut, aber sind nicht so geschlagen. Nachhaltig. Geschlagen an dich, oh Gott. Da ist ganz viel Chemie drin, da siehst du, wie er schon leuchtet. Ja, ja. Wurden, glaube ich, in Tschernobyl angebaut oder so. Ja. Wave die Farbstoffe 22. Mit rein. So, Gott, hier geht schon los. Oh, hallo, oh mein Gott. Zu dir. Hälfte da hinten, der Dings. Und das ist ein TNT-Werfer, okay, jetzt weiß ich ja nicht, wie ein TNT-Werfer aussieht. Ach so, ja, stimmt. Hast gefährlich. Du noch nie Invasion gespielt, Nico? Ja, aber ich hab's ganz früher gespielt, da gab's solche ganzen Mobs noch nicht. Ah, okay. Oh, hier spawnen ganz wieder neue. Hier spawnen wieder neue. Oh mein Gott, das geht hier los. Ja, das ist hier eine Spaßetage. Du merkst das ja, schon. Ja, ich merk's. Ganz viel Spaß hier. Bonnie, die Lobby wurde beschädigt hier. Ja, ja, so. Ich hab schon gesehen. Und ich höre das Schreien zu gehen. Also so im Nahkampf ist die MG, die M249, gar nicht mal so scheiße. Die ist total super gegen solche Monster mit Mengen. Ist eine halbe MG, also eine halbe Minigun. Ja, ja. Muss aufpassen, dass ich diese fetten nicht weghitten. Schweine. Also ich bin ja auch gar nicht Overkill, wenn man Spinnen mit einer MG tötet. Mache ich auch immer bei mir zu Hause. Gibt so eine Spinne an der Wand, erstmal das Geschütz holen. Software-Maschinengewehr. Am besten Atombombe werfen. Am besten. Trump würde sofort die Atombombe werfen. Du hast dein eigenes Haus oder was? Oh, da ist eine Spinne. Oh, eine Spinne im Weißen Haus. Wow! Eine blaue Spinne. Erstmal tot machen. Ultimo ab. Wie sie wegfliegt. Mensch, was ist denn auf dem Schwert drauf? Moment, da ist doch gerade. Ist doch Feuer geflogen, oder? Ein Feuer? Haben die, ist ja, einer von diesen Feuerwerfern unterwegs? Die Spinne oder? Hat gebrannt. So. Achtung, Spinne. Wow. Nico, Spinne! So. Ja, die ist weg. Doch mal einen Schluck. Wie die fliegt! Okay, wir haben vermehrt haben. Schaden, aber mehr oberflächlich. Die fliegt jetzt an der Eis. Perfekt. Ich werde mal die Statik prüfen, ob alles in Ordnung ist noch. Oh, hier spawnt ein Bauarbeiter. Scheiß Bauarbeiter. Geil ist, man kann die Fernseher abbauen. Leute, die Beleuchtung ist ausgefallen, der Lobby. Beleuchtung ist ausgefallen, der Lobby. Prüft mal die Beleuchtung oben drüber. Oh je. Etagen laufen noch. Okay, ich versuche das zu reparieren. Sind das aber getrennt? Ich hab oder nichts dabei. Rumkreise? Nee, die sind... Also guck. Oh Gott. Nee, es ist nur separat ausgefallen. An einigen Stellen ist es kaputt. Oh Gott, oh je, was geht da los? Oh shit. Oh Gott. Oh shit. Verstärkung, bitte. Wo haben wir die hin? Lobby? Oh mein Lord. Gott. Stärker, der erste schnell. Das war jetzt ganz doof. Nee, was? Jemand ist tot, was? Ich hab. Wer ist tot? David ist mir vor die Minigun gelaufen, war anscheinend schon low. Brauch Unterstützung, Lobby! Ich hab von hinten Lobby! Also, Lobby. Schnell so viel Schaden. Okay, verstanden. Lobby. Einsatzleitung hört hier, wir sind unterwegs. Okay, Südseite ist jetzt cleared, dank Minigun. Oh shit, Alex, hast du gesehen? David ist leider tot. Dein Stuff liegt noch rum. Okay, ich hol mir den Stuff. Eigentlich, wir haben partiellen Ausfall der Beleuchtung in der Lobby. Wir müssen das Ausmaß prüfen, okay? Sonst fällt uns irgendwann noch alles aus. Das werde ich auf Steam angeschrieben. Das back down. Alter, ich glaube, jetzt ist die ganze Beleuchtung tot. Was? Ja, nee, negativ. Nein, okay. Hier im Eck läuft die noch. Okay, ein Teil der Beleuchtung funktioniert noch. Das ist das Stockwerk oben drüber, Alex. Wir müssen das prüfen, jetzt. Komm schnell mit. Ja, die haben also da bis jetzt ist hier noch alles chillig. David, wo bist du eigentlich gespawnt? Oben? Alex, ja, hier ganz irgendwo, oben hier bin muss ich gespawnt. Ganz oben bin ich gespawnt, ja. Du denkst, dass da einer in der Technik drin ist. Ist mein Zeug noch da, Nico? Ja, das liegt noch alles da. Okay, sehr gut. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo die Leitung liegt. Oh yeah, hier ist ein Zombie im Treppenhaus. Töt ihn. Oh, den ich gerade mit blanken Fäusten zu killen habe, juhu.
Jetzt bist du noch bei Pass mir. Pass auf, nach 15 Minuten. Oh, hier sind zwei Zombies im Treppenhaus, die ich gerade zu killen habe. Ich bin auch in deiner Nähe, Toni. Oh Gott, da ist so ein Feuerviech, so ein roter. Oh, scheiß jemand an. Also, jetzt geht's ordentlich zur Sache hier bei der Südseite. Ich fordere noch keinen, oder? Na, Ja, ich komme ja gleich. Stelle gefunden. Okay, verstanden. Okay, jetzt kommt ich muss nur erst runterlaufen. Ist die Ursache für den Ausfall unklar. Übrigens, es waren gerade, wie gesagt... Oh shit, Zombies im Treppenhaus sind noch mehr Zombies. Ich möchte mal das... Oh mein Gott. Ich sah es eventuell über die Ursache. Hier. Irgendwo hier. Nee, aber es gibt keinen Schaden. Es ist hier einfach kein Schaden. Oh mein Gott. Also hier Südseite geht die Post ab. Einer baut sich hoch. Ich kann's nicht erklären. Oh shit! Oh. Ich brauche Hilfe! Ich sterbe gleich wieder, wenn ich hier nicht... Oh mein Gott, fuck my life. David, wo bist du? Ich bin hier im... Oh mein Gott, die Minispinnen. Ich glaube 9. Stock oder so in den Dreh. Hier ist ein Pickviech. 9. Stockwerk? Oh mein Gott. Stock, ich komm gleich. Einer der Kree ist... Tony, kommst du. Mal, ich muss runter, weil ich mir mein Zeug holen muss. Fuck. Alter, diese dreckigen Viecher. So, jetzt muss ich erstmal hier... Die kommen einfach das Treppengeschoss hoch, ist das Problem. Die Lobby ist mittlerweile relativ stark beschädigt. Wir schicken noch ein paar Leute hoch. Technik liegt teilweise frei. Ich weiß nicht, welches von den Kabeln hier Strom macht. Der wirft mit irgendwelchen explosiven Kugeln. Tony, ich baue das wieder zu. Alles klar. Ja. Unterstützung ist auf dem Weg zum 9. Stockwerk. Stockwerken komplett kaputt sind. Ach, wo bin ich denn hier? Kritische Schäden. Wow, kritische Schäden. An der Fassade von Seite Süd. Ich merk's. Ich komm zu dir. Dann werde ich mein Zeug holen, hoffentlich. Das ist gleich weg. Der Feind. Das ist gleich weg, das ist nicht gut. Dann equip mich lieber oben. Der Feind oberhalb der Lobby ein. Das ist hier zu gefährlich. Okay. 6. Stockwerk. Oh, Andi ist bei mir. Guck mal, da wo das Marriott ist. Da wo das Marriott Hotel ist, Toni, da ist, hat jemand was rüber gebaut. Das muss gestoppt werden. Okay, das ist die Nordseite. Nordseite, ich prüfe das. Nordseite. Ich bin im 9. Stockwerk, da gab es vorhin Probleme. Wow! Alter, der Dicke unten. Sofort Verstärkung in Südseite, jetzt ist eine richtige Welle gespawnt. Südseite, verstanden, Südseite, ja. Südseite. Leute, Südseite. Ja, diese Südseite ist echt kritisch bei uns irgendwie. Ich versuche da gerade mit der Minigun was zu reißen. Scheiß Treppe immer nicht. Ah. Hier. Ich finde sie auch nicht, macht dir nichts drauf. Die ganzen Türen sehen alle gleich aus, so eine Scheiße. Es sind ja nicht mehr Türen da, hast du gesehen. Das ist richtig praktisch, ich merk schon. Ah, hi Alex. Oh mein Gott, okay, ich habe das ganze, Verstärkung nicht mehr benötigt. Oh Gott, hier ist ja noch so ein richtiger Oschi. Scheiße, falsche Seite. Gut. Ist mein Zeug noch da? Oder hat sich's gegessen? Oh mein Gott. Das ist einer von den Äffchen, ist da, ne? Dein Zeug liegt nicht mehr. Doch, es liegt noch da. Das hat bloß nicht gemacht. Hurra, mein Zeug liegt noch da. Ich bin nur immer noch eine Etage. Hurra! Zu. Hurra! Du bist zu niedrig. Fuck. Ja, ich hab hier hinten. Warte, Leiter. Bau dir doch Blöcke. Ach nee, du bist der da hinten. Wir haben einen TNT-Werfer in der Lobby Südseite. Krepier ich nach. Ich sehe ihn. Warte, ich kann ihn töten. Ich hab's Feuer eröffnet. Er ist down. Ja, sehr schön. Hier sind ganz viele Spinnen an der Fassade. Ich helfe. Ich sehe dich gar nicht, von wo schießt denn du? Ich komme von hier unten. Ich seh dich. Ach so, es ist ein Affe. Oh Gott, es ist ein Affe. Ich glitsche. Ich glitsche in einem nicht existenten Block. Ein Affe? Was ist mit einem Affe? Kannst du mir hier einen Block hinsetzen? Ich häng fest. Ich werde vom Server gesetbackt, weil hier bei dem anscheinend noch ein Block ist. Aber bei mir nicht. Da ist noch ein Block. Also beziehungsweise kommt noch an, wo... Ah, jetzt habe ich Rechtsklick gemacht, das ist dabei bei mir auch sichtbar, der Block. Oh mein Gott, ich glitsch drin. Kann den bitte abbauen? Ich komme hier nicht mehr weg. Lobby? Du musst mir einen hinbauen, damit ich ihn abbauen kann. Warte, ich baue ihn mir, glaube ich, selbst ab. Ich glaube, das kriege ich hier in einem Moment. Das dauert bloß, weil ich mit... Ja, du baust ihn dir gerade ab. Oh nein, Spinne! Das ist doch jetzt nicht dem... Oh. Jetzt muss ich nochmal abbauen. Ich habe die getötet, alles gut. Super. Komm. Ja. Wieso nein, was... Jetzt glitsch ich auch in der Luft. Das ist eine Spinne gespawnt. Pass auf, ich versuche die abzuhalten. Ah! Ich will ja weg. Ich kann mich. So, wo bin ich jetzt krepiert? Bitte. Bist du gestorben, David? Auf dieser Kante hier ist noch ein Block bei mir. Oh, halt. Shit. Ja, da ist noch ein Block, das war klar.
müssen wir diese ganzen Löcher überprüfen, ob sie mein Zeug noch da ist. Also Leute, man merkt, das Gebäude verwandelt sich langsam zu einem Schlachtort. Ne? Alles für den Arsch. Ich höre welche im Treppenhaus. Ja, hier sind noch einige Blöcke, die eigentlich da sind, aber bei mir nicht da sind. Das sieht man an meiner Itembar. Ja. Stimmt. Oh, die spawnen sechste Stockwerk. Was, sechste Stockwerk? Aufzuglobby, sechste Stockwerk. Circa sieben Mobs. Ja, die kommen hoch. Oh mein Gott, jetzt muss ich jetzt mit der Mossberg reden. Ich fuck hier auch gerade ziemlich rum. Oh Gott, Südseite eskaliert wieder. Im sechsten Stockwerk killt sind mehr mich, als acht Mobs. Mich. Ich hab jetzt gerade ein Problem. Ich bin eingeklemmt. Meist fünf, ist aber egal. Auf dem Dach sind Spinnen. Ganz oben auf dem Dach sind Spinnen. Was viele Spinnen. Dach? Drei Spinnen. Andi, hier. Ich muss jetzt einen Goldapfel ganz viele Mobs sind von hier her. Die Situation ist kritisch. Auf unserem Dach. Okay. Ja, auf unserem Dach sind drei Spinnen. Okay, ich komm rauf. Und ich muss mich erstmal neu eindecken jetzt. Ich denke, wir machen die Regelung wieder so, dass man einfach beliebig häufig sterben darf und das Spiel ist zu Ende, wenn der Nexus down ist, oder? Ja, so machen wir es. Okay, das ist eigentlich immer ein Bestes. Einer von diesen großen, der so stark ist, geht gerade in die Lobby rein und zwar von der Nordseite. Okay. David, warum spawnst du da oben? Ganz. Oh mein Gott, das wird sind gespawnt. Oh mein Gott, Südseite ist richtig. Südseite. Oh, Mutter Maria was? Jesus. Es ist übel. Was? Es hört sich gut an. Okay. Oh, nach mir wird geschossen. Oh Gott, ich habe gerade ein Ei zerstört, bevor die schlüpfen konnten. Voll gut. Super. Oh, blöder. So, wahrscheinlich werde ich jetzt austimen. Okay, 25, meine lieben Freunde. Genau, also wir... Kann sein, dass bei mir die Folge 3 dann nicht mehr da sein wird. Also wir haben jetzt, Leute, wir haben jetzt die Wave 24 abgeschlossen. Wir sind auch wieder 20 Minuten mit dabei. Es eskaliert jetzt schon stärker, als wir das, glaube ich, alle gedacht hätten, oder? Schon bei Wave 24? Also schon extrem. Vor allem Stockwerk 4 habe ich jetzt... Da ist ein Dicker im Treppenhaus. Treppenhaus, viertes Stockwerk, er ist down. Da kam der Treppen hoch. Gott. Huh? Ich glaube, es ist ein guter Punkt, um aufzuhören, oder? Yep. Weil es eskaliert jetzt schon extrem hart und die Spannung wollen wir uns aufheben für die nächste Folge. Wird nicht mehr so lange gehen, also 50 Folgen halten wir, 50 Waves halten wir auf keinen Fall durch. 50 Folgen, safe. Ja, easy. Aber jetzt wird's richtig spannend hier langsam. Alter, ich habe gerade Damage bekommen, ganz viel. Ach, das war... Mitten im Gebäude. Ja. Stürmen. Du warst das, du warst das. Hast du reingesprayt hier? So. Ja, bin ich wieder reingesprayt. Oh Gott, weiter geht's. Oh, warte, Moment. Ich brauch noch Essen. Vorzeit kommt wieder ich glaub, was. Ich glaube, die Welle ist gerade zu Ende. Genau. Nee, die beginnt erst. Oh nee, Gott. Ich würde sagen, dann hören wir jetzt auf an diesem Punkt. Jetzt, wo gerade angefangen hat, 25 zu spawnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann könnt ihr gerne auch die anderen Ansichten mal euch anschauen bei Quantum Nanox, also bei Nico und beim Robert, nicht wahr? beim David von Tuna85. Und ihr könnt auch gerne das Video liken, vielen Dank für den Support. Ist ja, glaube ich, schon ein relativ geiles Format, ne? Es macht schon Spaß, hier zu zocken. Total. Und wenn ihr wollt, nice. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu der nächsten Folge von The Invasion. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.